Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Wir schauen mal eben. Das Inventar verrät mir, dass wir noch irgendetwas ändern bzw. verbessern können. Halt, nein, 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 nein. Aufrüsten wollte ich das Ganze. Das machen wir doch mal direkt. Zwei Stufen bleiben uns dann noch. Dann haben wir noch das Armband. Zack. Oh, das können wir direkt zweimal aufrüsten. Sehr schön. So, und dann haben wir nochmal die Entwicklung, wobei ich da, glaube ich, nur den Punkt habe, den ich eigentlich sowieso nicht einsetzen kann. Weil hier sind die roten Punkte noch verschlossen. Perfekter Wechsel. Nee, die kann ich nämlich auch nicht anwählen. Und auf den anderen möchte ich auch nichts anderes von denen anwählen. Deswegen lassen wir das jetzt nochmal offen. Und starten direkt ins Spiel. Hallöchen. Trauer und Groll. Seradine? Heilige Scheiße. Seradine, was ist los? Ich glaube, sie kann uns nicht hören. Wir müssen zurück in die Sümpfe. War das wirklich Seradine? Wie hat sie das angestellt? Ich glaube, sie hat sich das Totenreich zunutze gemacht, um durch die Krähe mit uns zu sprechen. So dumm, dass es nicht auch umgedreht funktioniert. Stell dir vor, auf solche Entfernungen Unterhaltungen zu führen. Ja, wäre doch mal cool. Wieso darf ich hier noch nicht raus? Die Tür ist abgeschlossen. Hallo? Muss ich hier noch irgendwas Spezielles machen? Gelesen haben wir ja schon. Leute? Soll ich noch mal lesen? Kann ich gerne machen. Leute, macht mir doch mal die Tür auf! Wollt ihr mich jetzt ver... Obwohl, ich kann... Kann ich nicht reisen? Hallo? Also, wir sind Hast du das? offenbar gereist und wir sind auf der Ich habe Insel. Gänsehaut. Der Schleier reißt an der Naht. Aber warum, Das ist wieso, nicht gut. weshalb? Nervös? Ich auch. Warum? Hallo, lauf doch mal in die richtige Richtung. Warum, wieso, weshalb, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich konnte kein Reisen drücken, ich konnte gar nichts drücken gerade. Dieses Spiel verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, weil wir dann auch nichts falsch machen können. Die Frage ist jetzt, wo ist sie jetzt? Das war aber doch der Eingang. Wir mussten doch durch diese Höhle durch, oder nicht? Ach, das war schon wieder das Falsche. Also, wir müssen theoretisch hinter uns nach rechts. Da gibt es aber keinen Weg durch die Höhle, glaube ich, durch, ne? Da hinten ist, glaube ich, nur. Ne, da müssen wir auf jeden Fall da durch. Aber wieso kam ich jetzt da hinten nicht durch? Moment, da. Ach so, Moment, da ist ein. Ach so, ich wollte eigentlich hier rum. Oh. Und dann stand ich auf einmal vor der Felsspalte. Waren das jetzt beide? Ja, lauf bloß nicht, wenn ich hier auf Rennen drücke. Ich war doch eben hier, ne? Wenn ich die Knospe verletze, damit die Schemen darin sich zeigen, kannst du sie erschießen. Wenn der Efeu von Schemen befreit wurde, sollte er schnell verwelken.
Antea kann mit Einfangen L2 das Zentrum eines Schlingefeus bändigen. Dadurch werden die in seinen Knospen verborgenen Irrlichter gezwungen, sich für eine kurze Zeit zu zeigen. Um das Schlingefeu loszuwerden, kann Red alle Irrlichter zerstören, bevor das Zentrum freikommt. Okay. Scheint ja. Okay. Ja, warum nicht? Konnte sie die ganze Zeit nicht und jetzt wie aus Geisterhand kann sie es plötzlich. Was? Im Kampf kann Antea ihre Gegner vorübergehend in ein ätherisches Netz einfangen. Halte eine weiße Taste gedrückt, um das Einfangengeschoss im Kampf... Okay, ich habe keine Ahnung, welche Taste ich drücken soll. Es stand nicht drin. Aber gut, wir probieren mal aus. Keine Ahnung. Wir erreichen die Ranken von der anderen Seite. Das ist gut. Das ist immer gut. Frage ist nur, kommen wir von der anderen Seite überhaupt da ran und bringt uns das irgendwas? Die Schutzzauber sind geschwächt. Seradines Kräfte lassen nach. Die Schutzzauber sind geschwächt. Seradines Kräfte lassen nach. Ja, das habt ihr gerade schon mal gesagt. Ah, eine weitere Krähe. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ich komme. Ach stimmt, sie war ja in diesem Häuschen da in der Mitte, ne? Frage ist, war der Eingang hier auf der Seite? Niemand zu Hause. Ich spüre es. Aber irgendwas habe ich gerade gehört. Und selbst wenn sie nicht zu Hause ist, sollten wir nicht mal nachgucken, ob wir irgendwas sehen können? Können wir hier irgendwo... Ist hier nicht irgendwo ein Eingang? Ach, da. Jemand da? Wo könnten Sie sein? Das ist eine gute Frage. Hier ist auch nirgendwo... Aber hier ist es auch nicht unordentlich oder so, ne? Nee, das ist nur zum Einsammeln. Also wir könnten da theoretisch noch rüber. Die Krähe fliegt nach da und zeigt nach da. Hier sind ganz viele Krähen. Schauen wir mal hier. Krähen. Sie sammeln sich an diesem großen Baum da oben. Verbanner sind da. Jetzt schon. Wie schade. Ihr habt uns gerufen. Ist das so? Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Schlussendlich läuft sie uns allen davon. Wenn ich diesen alten Kadaver verlasse, werde ich kein brennendes Herz zurücklassen. Ob ihr geht oder bleibt, um euch zu behaupten, müsst ihr zunächst im Herzen euren Frieden machen. Wenn ihr schließlich dem Albtraum gegenübersteht, müsst ihr euch beide klar darüber sein, was ihr wollt. Was ihr meint müsst. Ihr? Es steht mir nicht zu, euch Antworten zu geben, nur euch auf das Kommende vorzubereiten. Dann können wir uns alle dem Schlaf hingeben.
Sieger hasst euch nicht, Rory. Sie ist es noch nicht gewöhnt, dass man ihr vertraut. Beschützt sie. Für mich. Hallo? Du bist zu spät, alter Mooskopf, wie immer. Gebe dir, alter Mann. Hi. Och ja, natürlich. Ich auch. Huhuhu. Der kann ja teleportieren. Nein! Du solltest aufladen, nicht schießen. Zu den Waffensoldaten, Angriff! Oh, na gut. Nächste Runde. Büßt oder sterbt. Was war denn das Grüne jetzt hier? Die Zeit steht auf meiner Seite. Aber nur weil ich so lange brauche, um nachzuladen. Du wirst den Älteren gehorchen. Ja, natürlich. So. Nein, ich flankiere. Also, mich flankiert niemand, meine ich. Wieso lese ich hier eigentlich immer alte Sau statt Aulsau? Oh, das war doof. Du wirst büßen, Hexe. Lass ihn frei! Hallo, ich bleib hängen. Das ist immer gut. Ja, genau. Bloß nicht ausweichen, kein Thema. Die Zeit steht auf meiner Seite. Ich sehe nichts mehr.
so nicht, mein Freund. Du bist unwissend, mein Kind. Ja, nicht nach vorne rollen, kein Thema. Jetzt roll doch mal. Alle Zeit der Welt. Wenn du schon sonst nichts kannst. Ja, natürlich. Bloß nicht zur Seite. Kein Thema. Mann. Oh, der Typ geht mir auf den Sack. Der ist immer genau da, wo er nicht sein soll. Jetzt lad auf. Ich stehe bereit. Das ist schön. Schön, dass du jetzt bereit stehst, jetzt wo er tot ist. Der Mooskopf ist Geschichte. Jetzt wird er nie aus deinem Schädel trinken, nicht wahr? Ein weiteres altes Versprechen wurde gebrochen. Aber was ist mit mir? Wie soll es jetzt mit mir weitergehen? Du bist und warst mein Ein und Alles. Darf ich jetzt die Welt in Brand stecken? Ich will sie einfach brennen sehen. Eine Schande. Dann leb wohl. Nahm mich auf als mein Vater, als mich sonst niemand wollte. Sie hat mich gelehrt, mich aufrecht zu halten. Lass sie in Frieden. Fürs Erste. Hm. Alter Mooskopf, besiege Aulsaul. Ja, raste im Inselunterschlupf. So traurig das auch sein mag, aber es ist ein richtig schöner Baum, seitdem er aufgeblüht ist. Und ich find's schön. Diesen ganzen Tod. Möchtest du darüber reden? Werde ich tun. Ja. Ich wollte sagen, ich find's schön, dass immer, wenn
das so bildlich dargestellt wird, wenn irgendwelche Menschen sterben oder in dem Fall jetzt halt eine Hexe, die auch ein Mensch ist. Ich höre schon wieder dieses komische Geräusch. Ach, da unten. Kann er da drauf schießen? Ja, das sind diese Wurzeln, ne? Aber wieso kann sie das jetzt nicht machen? Ich finde es schön, dass das dann immer so dargestellt wird, dass dann wirklich alles anfängt zu blühen und so. Das wollte ich sagen. Okay, warum kann ich da nichts machen? Ich habe hier gerade noch was gesehen. Wir können noch was einsammeln. Aber es ist komisch, dass ich damit nichts machen kann. Zerstöre ich sie. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das von hier aus machen kann. Oder auch nicht. Muss ich das jetzt so schnell machen? Echt jetzt? So gefällt mir das. Okay. Ja, super. Das ist zwar noch nicht der Unterschlupf, wo wir hin wollten, aber das wollte ich jetzt zumindest vorher noch eben erledigt haben. Warum Rast im Inselunterschlupf? Ja, das war aber... Moment. Konnte man da nicht direkt durchgehen? Weil das war ja im Endeffekt hier vorne... Ja doch, meine ich doch. Wir sind nämlich einmal im Kreis irgendwie gelaufen, kann das sein? Du brauchst Ruhe. Und ein Gespräch mit deinem Lieblingsgeist. Ja, würde ich gerne. Aber ich darf nicht reingehen. Warum nicht? Sag mir nicht, das war der falsche Weg. Hier ist zumindest der eine Eingang, wo wir nicht reinkommen können. Ach so, Moment, von der anderen Seite? Hatte sie nicht gesagt? Doch, da oben, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wo die anderen sind. Hallo? Deswegen werde ich gut bezahlt. Weil du so langsam bist oder weswegen wirst du gut bezahlt? Okay. Ah, haben wir auf jeden Fall nochmal eine Schatzkiste hier geholt. Das ist schon mal gut. Da ist nichts mehr drin. Okay. Aber dann können wir den einen Durchgang auch nutzen hier vorne, ne? Weil das war ja, glaube ich, der Durchgang, der uns versperrt wurde. Also... wo wir nicht durchkamen. Ah, Gott. Manchmal muss man aber echt gucken. Da denkt man ja, die müssten ja jetzt beide in der gleichen Ecke irgendwo sein und dann sind sie doch an verschiedenen Ecken. Na gut. Wo ist denn jetzt der Inselunterschlupf hier? Da. Dann würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache, mich dann ans Feuer setze und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann! Ciao! Was wird jetzt aus Sika? Sie wird versuchen, ihren Schmerz zu verstehen oder vielleicht wird sie auch eine Weile ziellos damit verweilen. Wenn sie Reue empfindet, sollte sie sie zähmen. Trauer kennt keine Regeln. Ich kann mich noch an Ifes Totenwache erinnern. Freunde und Nachbarn reisten von weit her. Wir standen einen Tag und eine Nacht lang Wache. Es gab Speis und Trank. Es wurde gesungen und getanzt. Wir haben ihr Leben gefeiert, so kurz es gewesen sein mag.
Als mein Vater starb, gab es keine Totenwache. Für meine Mutter auch nicht. Ebenso wenig für Blair oder Anik. Wir waren auf der Flucht vor unseren Feinden und hatten kaum Zeit, sie überhaupt zu beerdigen. Es war, als wären sie nie gestorben. Was, wenn sich deine Familie nie richtig von dir verabschieden kann? Sie werden dein Grab nie sehen. Trauerrituale sind soziale Bräuche. Meine Familie weiß, wie ich dazu stehe. Wir verzichten auf sowas. Hauptsache, der Nachtmahr ergreift nicht Besitz von meinem Körper. Dann bin ich zufrieden. Ja. Du magst das sein. Aber was ist mit mir? Was wird aus mir, wenn du nicht mehr hier bist? Wer bin ich ohne dich? Das wollte ich niemals herausfinden. Als ich in der Höhle aufgewacht bin, dachte ich, ich hätte alles verloren. Wenn ich ehrlich bin, denke ich das immer noch. Ich bin immer noch hier. Noch. Aber ich habe solche Angst davor, wenn du es nicht mehr bist. Ich habe auch Angst. Angst, dich zurückzulassen. Angst, fortzugehen. Ich hatte so viele Pläne. Wir hätten so viele wundersame Dinge erleben sollen. Ich wollte einfach nur mehr Zeit mit dir haben. Ich ebenso. Aber lass uns im Hier und Jetzt leben. Lass uns noch ein letztes großes Abenteuer haben. Ja. Du hast recht. Ich vermisse die Wärme deines Körpers. So sehr. Und ich die deine. Sind wir uns sicher, dass wir das tun wollen? Bist du dir sicher, dass du das willst? Wir waren uns einig. Hast du Zweifel? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ceridians Tod hat etwas an dir verändert. Aber Seekers Schmerz muss viel größer sein. Ich weiß, dass ich dich zurückholen könnte. Ich sehne mich danach. Es schmerzt. Sollen wir die Sache noch einmal überdenken? Es könnte noch nicht zu spät dafür sein. Du musst mir nur eins versprechen, Red. Egal, wofür wir uns entscheiden, wir bleiben dabei. Wir können uns nicht nochmal umentscheiden. Ich schwöre es, Liebste. Diese Entscheidung ist endgültig. Nein, ich will mich nicht wieder umentscheiden. Ich meine, ja klar, das ist meine Freundin, war es, glaube ich. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, verheiratet waren die nicht. Aber wie gesagt, sie hat ihre Entscheidung getroffen. Sie ist alleine dahin gegangen. Sie hat mir nicht Bescheid gegeben. Sie wusste, dass Schlimmes passieren kann. Und ja, man sollte nie versuchen, an den Rädern vom Schicksal zu drehen. Ich kann ja halt nur dazu verhelfen, wirklich wieder in Ehre und mit guten Gefühlen aufzusteigen. Wiederauferstehung ist, ins Leben zurückzukommen, ne? Genau. Wieder aufzusteigen und sie wieder in den Körper reinzerren, ist für mich gefühlsmäßige Nekromantie. Deswegen, ja. Bleiben wir dabei. Wir dürfen nicht in Versuchung geraten. Wir dürfen nicht schwach werden. Wir bleiben, Verbanner. Verbanner. Bis an unser Ende. Ja, Liebste. Bis an unser Ende. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.